Yo Leute, wie geht's euch? Mein Name ist Darkus und heute mit einem neuen FIFA 21 Tipps und Tricks Video. Und zwar geht es heute um den Angriff in FIFA 21 und zwar heute mit einem, ja, simplen Trick. Und zwar ist das in FIFA 21, wie ich gemerkt habe, oder ich benutze das sehr oft, sehr OP. Und zwar dieses Antäuschen eines Laufweges in FIFA 21. Das ist kein Skill-Move, das ist gar nichts im Prinzip. Einfach nur mit dem linken Stick, also mit dem man quasi läuft, täusche ich sozusagen den, ja, richtigen Laufwege an von mir selber. Und genau, wie funktioniert das? Also im Prinzip relativ einfach. Ihr benutzt den linken Stick und bewegt den ganz schnell hin und her. Ihr seht jetzt hier sehr viele Beispiele im Hintergrund. Ich laufe hier gerade mit der Bele am Strafraum entlang und ich täusche an, dass ich nach rechts gehe, aber dann tue ich sozusagen doch nach links gehen. Also da gibt es nicht viel zu erklären, also einfach nur mit dem linken Stick täuscht ihr immer die Richtung an, in die ihr lauft. Jetzt laufe ich zum Beispiel mit Sanko nach unten, aber entscheide mich dann Richtung nach oben zu gehen. Und damit kann man wirklich, vor allem in FIFA 21 habe ich gemerkt, dass das sehr, sehr OP ist dieses Jahr. Damit kann man wirklich sehr viel, ja, Innenverteidiger, Mittelfeldspieler sehr viel, ja, einfach stehen lassen, ohne überhaupt irgendeinen Skill-Move zu machen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man bei diesem Trick oder bei diesem Movement sozusagen den Ball verliert, ist viel geringer als irgendein Skill-Move. Ja, man kennt es ja von Skill-Moves. Manchmal läuft man einfach mit dem Skill-Move in den Gegner rein. Es ist schwieriger, die Skill-Moves perfekt zu timen. Und diese Dinge, also dieses Antäuschen mit dem linken Stick, dieses schnelle Hin- und Her-Bewegen, das kann man viel einfacher trainieren und ist einfacher umzusetzen, als ein Skill-Move während dem perfekten Timing sozusagen durchzuführen. Deswegen, ja, bevorzuge ich es, diese Taktik zu machen. Hier sieht man es nochmal ganz einfach ausgetanzt mit Sanko. Natürlich könnt ihr auch das R1-Dribbling anstatt diesen linken Stick sozusagen, also mit, indem ihr die R1-Taste haltet sozusagen, könnt ihr das auch benutzen. Genau, aber das müsst ihr nicht machen. Also einfach nur hin und her bewegen mit dem linken Stick. Das ist wirklich sehr, sehr OP dieses Jahr. Damit kann ich wirklich vorne sehr, sehr viel austricksen und ja, im Prinzip viele Lücken aufreißen. Ihr seht hier zum Beispiel, bam, der Bele, ich komme zum Schuss, leider abgeblockt. Ja, aber so kommt man sehr, sehr oft zu, ja, sehr gefährlichen Situationen im Strafraum des Gegners. Und ja, die Innenverteidiger stehen ja meistens immer sehr bombendicht dort. Und an der letzten Station wählt euer Gegner oft auch den Innenverteidiger an oder die Innenverteidiger. Und damit kann man sie eben austricksen, ohne überhaupt einen Skill-Move zu machen. Es ist auch viel safer als ein Skill-Move, meiner Meinung nach, weil man ja sehr oft den Ball einfach behält. Auch wenn der Gegner mit in die Richtung geht, kann man sozusagen, ja, den Gegner verwirren. Und es ist auch nicht durchschaubar. Also wenn ihr zum Beispiel, wenn Gegner merkt, dass ihr das Ganze macht während dem Spiel die ganze Zeit, es ist anders als ein Skill-Move, weil ein Skill-Move, der weiß ganz genau, wie der Skill-Move geht, der weiß, wo er endet, auf welcher Seite er hingeht. Aber bei diesem Move sozusagen, dieses Hin und Her, da weiß er nicht, gehe ich jetzt nochmal nach links, gehe ich nach rechts. Das kann man einfach schwer vorhersehen und deswegen würde ich euch raten, diesen Trick zu verwenden. Es ist ein einfacher, kleiner Trick, aber er macht sehr, sehr viel aus in der Offensive, vor allem gegen bunkernde Gegner, um einfach Lücken aufzureißen. Und ja, auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. Abonniert, um keine weiteren Videos zu verpassen. Macht die Glocke an und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Haut rein. Bis dann. Ciao.